Salam alaikum, hallo und herzlich willkommen bei Iceland. Wir haben uns wieder was Tolles Neues für euch einfallen lassen. Deshalb die neue Rubrik. Wir haben uns Sorgen über die Sorgen gemacht und deswegen kommt heute nur ein Thema in Frage. Pegida, die Wutbürger sind auf der Straße, die Straßen sind voll und ich habe gehört, dass es irgendetwas mit mir zu tun haben könnte. Deswegen wollten wir nachfragen. Aus diesem Grund haben wir unseren Reporter nach Dresden geschickt zum Abendspaziergang. Warum sind Sie heute hier? Wir sind das Volk. Wissen Sie, ich habe Angst. Angst in meine Heimat, die Heimat aller Deutschen. Dass hier diese Salafisten und diese ISIS in unser christlich-jüdisches Abendland bedrohen, ihren Islam rüberbringen und dann uns die Köpfe abhauen. Die wollen hier unsere Arbeitsplätze, die gefährden unsere Renten. Wissen Sie, da können Sie mir... Ist das aber nicht rechtes Gedankengut? Ja, da kommt wieder dieses Argument von der Lügenpresse. Sie sind doch die Lügenpresse. Ja, genau. Wir haben die Meinungsfreiheit hier in unserem Land. Da können Sie gar nicht... Also, das ist unglaublich. Das ist immer das Gleiche. Nur weil wir die hier nicht haben wollen, bin ich doch nicht ausländerfeindlich. Und da werden wir gleich Nazis genannt, nur weil wir so ähnlich denken. Also, das glaube ich nicht. Das kann ich echt nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an unseren Reporter vor Ort. Wir wünschen dir noch viel Spaß beim Abendspaziergang. Wir haben jetzt einige Stimmen zusammengesammelt, einige Gründe, warum man sich hier Sorgen machen muss und warum man diese ernst nehmen sollte. Und deswegen kümmern wir uns jetzt mal darum. Punkt 1. Die Islamisierung des Abendlandes. Bist du hier heute in Gefahr? Es geht ja auch um das christlich-jüdische Abendland. Also ich möchte gerne... Ich bin nicht gläubig in dem Sinne, aber ich möchte gern, dass die Kirche im Dorf bleibt und dass wir nicht in irgendeine Moschee rennen müssen zu Weihnachten. Dass wir überhaupt dann noch Weihnachten feiern dürfen, ne? Das wird ja schon witzig. Wahrscheinlich feiern wir das in 20 Jahren nicht mehr, weil wir dann so unterwandert sind und die Deutschen so wenig Prozent auf den Plan bringen. Haben wir nicht genug eigene Sorgen im eigenen Land? Nee, da holen wir uns noch mehr rein. Wir haben für euch keine Kosten und Mühen gescheut und sind in die Zukunft gereist, um zu sehen, wie das aussieht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Islamisiert ihn! Ich verstehe die Sorge um eure Identität. Schon besorgniserregend, wenn man sie selbst nicht versteht. Warum definiert ihr euch darüber, dass andere anders sind als ihr? Tatsache ist, und das wird so bleiben, Muslime leben hier. Also grenzen wir uns nicht weiter voneinander ab, sondern lasst uns einander ergänzen. Wir haben zwar unterschiedliche Kulturen, aber verschwommen sind die Grenzen. Die Zahlen, die Physik, die Philosophie, die Beispiele sind nicht rar. Zähl 1 und 1 zusammen. Du kannst es. Dank Algebra. Punkt 2. Wir haben natürlich ein großes Problem mit den Flüchtlingen. Warum? Weil sie flüchten. Eine Sorge, die ich mit den Pegida-Leuten teile, ist natürlich ganz klar das Problem mit den Wirtschaftsflüchtlingen. Wir arbeiten hart daran, um ihre Länder auszubeuten und dann kommen sie hierher und wollen einfach so unser Geld haben? Skandal. Skandal! 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 Was diese Flüchtlinge aber noch für Gefahren mit sich bringen, das wird uns bestimmt jemand erklären können. Wenn die ganzen Ausländer kommen, dass erstmal, dass die isoliert werden von Krankheiten her, das wäre auch ganz wichtig. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit und wir müssen es dann vielleicht ausbaden. Das heißt, Sie haben Angst vor einer Epidemie, oder? Das könnte unter anderem passieren, weil die kommen ja alle unkontrolliert hier rein. Die kommen über die Mauer. Aber im Ernst, was geht in euren Köpfen ab? Wie weit ist die Angst schon geschürt? Es ist noch nicht allzu lange her, da habt ihr das Gleiche gespürt. Aber der Schmerz ist vergangen. Verheilt sind nun die Wunden. Dabei haben doch wir ihre Länder geschunden. Ihr wollt keine Wirtschaftsflüchtlinge? Hier ist der Deal. Gibt einfach jedem Arbeiter dort genau das, was er verdient. Punkt 3. Minderheitenschutz. Man mag es kaum glauben, aber auch die Pegida tritt für den Minderheitenschutz ein. Dazu einige Gedanken von Sami. Nun, dass dem Lutz Bachmann vorgeworfen wird, auf seinen Demos würden auch Nazis mitmarschieren, ist aber auch eine bodenlose Frechheit. Der Lutz, der wehrt sich allerdings souverän gegen diesen Vorwurf. Zitat. Aber sie sind ganz klar in der Minderheit. Man kann sie nicht von der Demo ausschließen. Zitat Ende. Schreibt euch das hinter die Ohren.
Minderheiten lassen sich von einer Demo nicht ausschließen. Vor allem dann nicht, wenn die Demo dazu dient, Minderheiten von einer Gesellschaft auszuschließen. Punkt 4. Meinungsfreiheit. An sich eine wunderbare Geschichte, allerdings weiß ich schon lange gar nicht mehr, was jetzt noch Meinungsfreiheit ist und was schon Volksverhetzung ist. Für mehr Aufklärung sorgt das Mädchen mit dem Kopftuch. Du denkst, deine Meinung sei frei, wünschst dir den Kampf der Kulturen herbei. Rufst empört, das ist meine Meinung, die darf ich wohl noch sagen. Und alles, was ich hier nur vernehme, sind wehleidige Klagen. Aber in Wirklichkeit bist du erbärmlich und feige, spielst im Leben immer nur die allerletzte Geige. Und nun bist du geplagt von Sorgen und Problemen. Und anstatt sie zu lösen, wählst du sie ab, ohne dich zu schämen. Nein, mein Freund, deine Meinung ist nicht frei. Sie ist benebelt von falsch kanalisierter Angst und Hassgeschrei. Im Deckmantel der Meinungsfreiheit versuchst du nun all dem Raum zu geben. Beschneidest dabei aber das wichtigste Grundrecht. Und die Würde des Menschen, mein Freund, wird dir das niemals vergeben. Das war der erste Beitrag unserer neuen Rubrik. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir haben Mühen und Kraft reingesteckt, Arbeit auch ein bisschen und Tränen sind manchmal auch geflossen. Solltet ihr ansonsten noch Anregungen haben oder Fragen oder irgendwelche Wünsche, vielleicht das Thema für die nächste Folge, für den nächsten Beitrag, dann schreibt uns ganz einfach. Zudem haben wir immer noch keinen Namen für die Rubrik, also wem was Gescheites einfällt, sehr gerne, wir sind da ganz offen. Sollten wir jemanden beleidigt haben in dieser Sendung, so tut es uns leid. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt schon, ihr Jonathan Franks.